أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hat die Geschichte der Al-Qasir dich erreicht? Manche Gesichter werden an jenem Tag niedergeschlagen sein. Sie werden sich plagen und abmühen. Sie werden in einem heißen Feuer brennen. Sie werden aus einer kochend heißen Quelle trinken. Für sie wird es keine andere Speise geben, außer Dornsträuchern, die weder nähren noch Hunger stillen. Und manche Gesichter werden an jenem Tage fröhlich sein, wohl zufrieden mit ihrer Mühe in einem hohen Garten, in dem sie kein Geschwätz hören, in dem eine strömende Quelle ist, in dem es erhöhte Ruhebetten gibt und bereitgestellte Becher und aufgereihte Kissen und ausgebreitete Teppiche. Schauen Sie denn nicht zu den Kamelen, wie sie erschaffen sind? Und zu dem Himmel, wie er emporgehoben ist? Und zu den Bergen, wie sie aufgerichtet sind? Und zu der Erde, wie sie ausgebreitet worden ist? So ermahne, denn du bist wahrlich ein Ermahner, du hast aber keine Macht über sie. Was jedoch den anbelangt, der sich abkehrt und im Unglauben verharrt, Allah wird ihn dann mit der schwersten Strafe bestrafen. Zu uns ist ihre Heimkehr. Alsdann obliegt es uns, mit ihnen abzurechnen.